Danke. Sehr aufmerksam. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, die Temperaturen sind zwar nicht hochsommerlich, aber immerhin sommerlich. Und viele werden die Chance nutzen, mit der Familie oder mit ihren Lieben in einen Freizeitpark zu fahren. Und was gibt es schöner als zum Beispiel die großen berühmten Freizeitparks von Disney, oder? Und jetzt ist etwas Interessantes passiert. Und zwar bei Disney in Florida mussten die Disney-Angestellten, das sind ja Menschen, die da in diesen Mickey-Maus-Figuren rumgehen, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, nicht, dass ich jetzt da Illusionen kaputt mache, und die haben so die private Unterwäsche getragen, aus Blech und mit Schlössern und so weiter, und die hat sich abgezeichnet durch die Disney-Kostüme durch. Und da hat die Disney-Verwaltung gesagt, nein, Dienstunterwäsche. Und diese Mickey-Maus wechselt sich ja, ich weiß nicht, wöchentlich oder so ab. Jetzt hat sozusagen Mickey von Woche 2 die Unterwäsche von Mickey 1 übernommen. Flöhe, Krätze. Und deswegen hat Walt Disney jetzt, weil es ein fantastisches Unternehmen ist, erlaubt, dass diese Dienstunterwäsche zu Hause privat gewaschen wird. Kommt man gar nicht drauf, oder? Wenn man sich das vorstellt. Dienstunterwäsche, dreckige Dienstunterwäsche bei Amtsantritt. Bei uns heißt das, willkommen bei der Bundeswehr. Jetzt bei Walt Disney alles in der absolut gewohnten Perfektion. Aber es war wirklich schlimm. Also zum Beispiel die Unterhose von Mickey Mouse und von Donald war so dreckig, man hat geglaubt, es wären die Streifenhörnchen. Das Besondere ist ja eigentlich nicht, dass diese Unterwäsche Flöhe hatte, oder? Sondern, dass Disney nicht gleich einen tollen Zeichentrickfilm draus gemacht hat. Das ist die Ruhe, die ich brauche, meine Damen und Herren, für die Ankündigung meiner Gäste. Ja. Das war der letzte Witz vom Freitag, den er jetzt kapiert hat. Und meine Gäste heute Abend, meine Damen und Herren, zwei hinreißende Damen. Mein erster Gast, ich glaube, das kann man sagen, ohne den anderen schönen Frauen beim reichsten Sender der Welt nicht zu nahe zu treten. Die schönste Frau von Pro7 und auch von Kabel 1, fällt mir gerade ein. Und Sie alle kennen sie von Pro7, von der Sendung Talk, Talk, Talk. Und demnächst moderiert sie eine neue Abenteuershow, natürlich auf Pro7, Desert Fortress. Desert Fortress, was heißt eigentlich Fortress? Was heißt eigentlich Fortress? Kein schlechter Titel. Wir kommen heute Abend bei Pro7, Desert Fortress. Was? Sie wird sie ganz nach vorne bringen, diese Sendung, meine Damen und Herren. Sonja Kraus! Auch der Film, in dem mein nächster Gast mitspielt, heißt nicht etwa Heidi, sondern Be Angeled. Be.com Angeled. Startet am Freitag in einem Kino ganz ihrer Nähe. Und mein Gast kommt aus einer der faszinierendsten Gegenden der Welt, aus Island. Lebt aber seit 7 Jahren in Berlin, spricht perfekt Deutsch. Heute Abend zum ersten Mal bei uns Solveig Arnarsdottir. Sonja Kraus und Solveig Arnarsdottir heute Abend und zu Gast eine junge Schauspielerin aus Island, die seit 7 Jahren in Berlin lebt. Und Berliner hier heute Abend, das fragen wir Sie. Ja, Sie kommen aus Berlin. Und wie ist die Situation dort? Ist sie so schlimm, wie man uns in der Presse glauben machen möchte? Ja. Ja, wirklich? Aber es wird ja wirklich alles gut. Sie haben es gelesen. Die Mehrheit der Berliner Bevölkerung ist laut Umfrage für Gregor Gysi als neuen Regierungschef. Für die PDS. Wissen? The party formerly known as SED. Na, oder? Staff! Ich komme jetzt. Schwer im Kommen, Gregor Gysi. Und die Mehrheit der Berliner, wie gesagt, für die PDS. Und der Rest sagt, mir wurscht, auf ihn nicht wählen. Das bedeutet Krieg. Was haben amerikanische Wissenschaftler jetzt herausgefunden? Das ist typisch. Ja? Unkonzentriert sein,
sich nicht wegschmeißen über durchaus durchschnittliche Scherze, aber nichts wissen. Ich kann auch anders. Und viele würden es gerne mal sehen. Amerikanische Wissenschaftler haben jetzt was herausgefunden? Mozart starb mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit an seiner Liebe zu Schweinefleisch. Und zwar, er hat Schweinefleisch gegessen, das mit Würmern verseucht war. Man hat diese Würmer nimmt man in Larven zu sich und wenn sie im Körper sind, dann schlüpfen die und fressen sich an die Muskeln ran. Trichinose heißt die Krankheit. Heißt wirklich so, Trichinose. Dachte erst, wäre mein heutiger Gast von Viva. Nein! Trichinose! Im 18. Jahrhundert war Schweinefleisch oft mit Würmern verseucht. Das ergab heute Morgen eine aktuelle Untersuchung an 56 Fleischtheken. Wer in Europa ist Platz 1 in Sachen Fremdgehen? Welche Nation? Deutschland. Nein. England. Platz 1. Die Franzosen sind die treuesten, hätte man auch nicht gedacht. Franzosen sind die treuesten, Engländer auf Platz 1. Einige Engländer sind aber so taktvoll, muss man sagen, dass sie erst dann fremdgehen, wenn Elton John über den vorübergehenden Partner gesungen hat. Sie wundern sich vielleicht, meine Damen und Herren, woher diese unglaublich gute Laune heute bei uns allen hier kommt, denn das deutsche Showgeschäft hat es wahrlich nicht einfach. Wohin man schaut, zum Teil geben Moderatoren von sich aus auf, zum Teil werden sie einfach trotz großer Erfolge rausgeschmissen. Es ist nicht einfach in diesem harten Beruf, der oft so leicht wirkt, so prickelnd und so perlend. Und eine Sondersendung im deutschen Talkgewerbe hat sich heute mit diesem Thema befasst. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Sabine Christiansen. Mein Thema heute, what the fuck ist los mit dem deutschen Showgeschäft? Bevor ich Ihnen meine Gäste vorstelle, hier unser Vorbericht. Im Showbusiness kriselt es seit Monaten. Beispiel die Ulla Kock am Brink Show. Seit dem Frühjahr 1998 wartet der Zuschauer auf eine neue Ausgabe. Vergeblich. Hera Lindt. Seit Oktober letzten Jahres nur 4.320 Interviewtermine. Traurig. Januar 2001. Uwe Hübner kann sich keine Klamotten mehr leisten und bekommt eine warme Jacke vom Roten Kreuz zur Verfügung gestellt. Tragisch. Februar 2000. Thomas Haffer kauft die Muppet Show und die Sesamstraße. Im Jahr 2001 rutscht der Kurs auf einen Tiefstand. -20%. -40%. -60%. -80%. Beispiel Sabine Christiansen. Seit Monaten muss ich für die Alte Kaffee kochen, werde gnadenlos ausgebeutet. Was ist los mit dem deutschen Showgeschäft? Es wird allerhöchste Zeit, dass sich was ändert. Dann muss ich wohl jemand nach einem neuen Job umgucken. Kommen wir zu meinem ersten Gast. Seine Single What Happened to Rock'n'Roll landete bei mir direkt in den Papierkorb. Herzlich willkommen, Thomas Gottschalk. Meine zweiten Gäste haben sich in einer Talkshow kennengelernt und sind seitdem ein Herz und eine Seele. Herzlich willkommen, Bärbel Schäfer und Michel Friedmann. Mein dritter Gast hat mehrere Millionen auf dem Konto, aber trotzdem keine Weiber. Er ist ein Chefzyniker, Lästermaul, Schnuddeltalker, Zotenkönig und Dirsty Harry. Herzlich willkommen, Harald Schmidt. So, Herr Rieser, das ist für Sie Gewalt und schließlich Quote. So. Das war's schon wieder für heute. Ich muss nach Hause, die Simpsons kommen jetzt. Bis zum nächsten Mal, Ihre Sabine Christiansen. Wieso? Nein. Es ist nicht das ZDF. Keine Gnade, kein Mitleid. Sie sind das Publikum, Sie zahlen,
Sie entscheiden, wann Sie aufwachen. Absolut. Hundertprozentig. Habt ihr es immer abgelehnt, das Publikum künstlich hochzujubeln, oder? Haben wir nie gemacht. Nein. Nie. Nein. Schlimm genug, dass wir es mit uns machen müssen. Ja. Nie mit dem Publikum. Unsere Zuschauer hier, die einen weiten Weg heute schon auf sich genommen haben, um hier zu sein. In Gruppen, wie ich das vermute. Viele in Gruppen, sehe sehr viele in ähnlichen Sweatshirts. Heute hier. Junge Menschen. Alle bei Disney? Ich scherze, weißt du, aber das ist sehr viel überspielt. Das ist eigentlich, im Grunde habe ich mir wahnsinnig Sorgen, weil ich Angst habe, dass ich bald wirklich Soul- und Blues-Sänger bin mit so einer dicken Brille und was bei mir, ich habe das ganze Wochenende versucht, das hinzukriegen, das ist das Umschalten. Ich habe es letzte Woche schon erzählt, wenn ich zum Beispiel hier in die Ferne gucke, wo Hans Eichel sitzt in Reihe 4, ja, und dann hier auf meinem Blatt, wo steht, frage an den ersten Gast, hallo, wie war dein Urlaub? Dann schalten meine Augen nicht mehr schnell genug um. Das ist, und Helmut sagt mir, wir sind derselbe Jahrgang, Helmut hat dieses Problem auch. Ist das die beginnende Altersweitsichtigkeit? Ich vermute mal, ja. Geht jetzt dieses Klimbim los mit, Moment, da muss ich mal die Lesebrille nehmen und so? Ja, nee, dieses hier so wie, ich habe gelesen, Gottschalk macht das auch schon, Wetten, das, wenn er Fragen hält, so weg. Ja. Ja. Von der Lippe, Brille, für wenn er Fragen vorliest und so weiter. Und bei mir ging es bisher tiff, wie ein Adler umgestellt. Und jetzt kann ich eigentlich die Fragen nur noch auf diese Entfernung erkennen. Und Helmut macht bereits eine Therapie. Ja, wieso? Ist doch so. Ist doch so, oder? Du hast ein Buch dafür. Ja, ich habe ein Buch gekauft. Gibt es das vom Augenarzt oder hast du auf eigene Kosten gemacht? Das habe ich im Buchhandel einfach. Du bist im Buchhandel gegangen und hast gesagt, guten Tag, ich kann das hier nicht mehr lesen, ich hätte gerne ein Buch dafür. Genau. Ja. Hier, auf diese Nähe hier, jetzt wird es unscharf, jetzt wird es unscharf. Und du hast dieses Buch mal durchgearbeitet. Ja, hast du ja. das Problem auch schon? Nö. Nee, natürlich nicht. Ja, und was kann man tun? Kann man das trainieren? Machst du diese Übungen, Helmut? Ich habe gerade angefangen damit. Oder hast du schon eine Verbesserung bemerkt? Ein bisschen, ja. Morgens mache ich das manchmal so. Ja, also was sind das für Übungen? Das Problem ist hier genau geschildert, das heißt Akkommodation. Wie? Akkommodation? Akkommodation, von lateinisch accommodare, anpassen. Also ich habe Anpassungsschwierigkeiten. Ja, unter Akkommodation ist die Einstellung des Auges auf die jeweilige Sehentfernung zu verstehen. Ne? Das ist ja dein Problem. Nah, fern. Ja, ich sehe ja so fern. Ja, auf die allerdings auch. Wenn ich zum Beispiel hier und dann schnell mal hier, dann ist es sehr, sehr langsam und dann sehe ich das hier nicht scharf. Das ist Akkommodation. Das ist Akkommodation. Aber durch regelmäßiges Üben kann eine allmähliche Verbesserung erreicht werden, was besonders für Kurz-, Weit- und Alterssichtige von Bedeutung ist. Und das Glück bei mir, ich bin alles drei. Bist du weitsichtig? Kurz, weit und alterssichtig. Weitsichtig auch. Weitsichtig jetzt ja schon, das ist eine beginnende Weitsichtigkeit. Weil bisher war ich ja normalerweise kurzsichtig. Genau. Minus 5,7, kein Problem. Schöne Panzergläser rein, alles scharf gesehen. Jetzt sehe ich auf dieser Entfernung hier okay. Ja. Ja? Und je näher ich rankomme, wenn ich zum Beispiel auf die Uhr gucke oder so, ja, das sehe ich nicht mehr. Das dauert ganz lange. Das dauert ungefähr eine Stunde, bis die Augen sich dann umgestellt haben. Und das dauert mir einfach zu lang. Ja, das kann man aber trainieren. Das kann man üben. Das kann ich üben. Ja, das kann man üben. Und zwar gibt es da eine Übung, wir können das mal zeigen, heißt die Peitsche. Da musst du die rechte Hand vors linke Auge tun. Aber so, aber das Auge noch auflassen. Aber hinter der Hand? Ja. Auflassen? Ja. Und es nutzt auch nichts, wenn ich die Brille abnehme, weil die Brille ist ja quasi mein normales Sehen. Ja, nee, dann musst du die auch aufhaben. Damit du musst es ja mit Brille trainieren. Ja. So, und jetzt nimmst du die linke Hand vor das rechte Auge und führst die langsam in einem Bogen, in so einem Halbkreis von dir weg, Richtung, ja. Nein, du führst die Hand jetzt so weit von dir weg, dass du die mit deinem rechten Auge gerade noch neben der linken Hand erkennen kannst. Kannst du sie noch sehen? Hier neben der linken Hand oder da? Ja, nee, da, ja genau, da wo du, ja nee, genau. Da nutzt ja nichts, hier. Ja. So, hier, hier, siehst da. Siehst du sie noch? Da siehst du sie noch. Jetzt siehst du sie sehr, sehr gut. Und die streckst du jetzt ganz weit weg. Ja. Und jetzt führst du die ziemlich schnell wieder ans Auge, aber immer auf die Handfläche gucken. Und wir ganz langsam weg. Langsam wieder weg. Und immer auf die Handfläche gucken. Und schnell wieder hin. Und langsam wieder weg. Und das so 10 bis 15 Mal.
Und wenn dich das anstrengt, sagst du Bescheid. Ja, in den Oberarm, also mit dem Auge nicht. Ab wann merkt man deine Verbesserung? Ja, das muss man täglich machen. Mit dem anderen Auge musst du es gleich auch mal machen. Du kannst aber, es steht extra, man sollte sich am Anfang nicht überanstrengen. Da gibt es auch eine Übung, um sich dann wieder auszuruhen. Das ist das Palmieren. Wie heißt es? Palmieren. Palmieren? Palmieren. Wie die Palme? Ja, nee, es kommt von lateinisch Palma, die Hand. Hand. Palma heißt die Hand, Manus heißt doch die Hand. Der Palma heißt die flache Hand. Komisch, ne? Palma heißt die flache Hand? Hier steht von lateinisch Palma, flache Hand. Palmieren. Palmieren. Wieso kommst du erst jetzt? Ich habe noch palmiert. Genau. Das glaubt ja wieder keiner. Nee, da hältst du aber, guck mal so, da hältst du die Hände beide so vors Gesicht beim Palmieren. Das heißt palmieren? Damit Kissen ist das für die Ellbogen. Ja. Aber ganz entspannt. Und auch die Augen zu. Die Augen zu? Ja, ich glaube die Augen zu. Nee, die Augen auf. Ja, was jetzt? Augen auf oder zu? Mach mal auf. Augen auf. Und da gibt es auch noch eine Hardcore-Version von, das ist palmieren und visualisieren. Also die gleiche, da musst du dir jetzt was vorstellen. Egal was, oder wie? Nee, das ist ganz interessant. Für Kurzsichtige sind Fantasiebilder gut geeignet, bei denen der Blick in die Ferne gerichtet werden muss. Ein großer Vogel, der sich in den Himmel erhebt, das weite Meer mit Schiffen. Ja. Für Weitsichtige besteht die Übung darin, möglichst Dinge der näheren Umgebung zu visualisieren. Zum Beispiel ein Schachspiel, einen Faden in das Nadelöhr einfällen und so weiter. Nee, ich habe jetzt ein Schiff, was sehr weit wegfährt und Möwen, die drüber fliegen. Möwen. Ein Schiff voller Möwen, sehe ich. Gut, jetzt hast du dich genug ausgeruht, jetzt können wir die nächste Übung machen. Ein bisschen besser ist schon geworden, aber nicht sehr. Ja. Pass mal auf jetzt. Das ist die nächste Übung, da hältst du einen Zeigefinger ungefähr 15 cm von deinen Augen entfernt, guckst auf den Zeigefinger. Und dann den nächsten Zeigefinger nochmal 15 cm dahinter, guckst auf den. Und dann nimmst du dir noch, da ist jetzt eine Kerze, haben wir nicht, tust dir irgendwie ein Buch. Hier, unser Liebling des Monats, Berlin. Berlin, genau. Hier, Berlin, schau mir so. Und das ist ein Gegenstand. Und jetzt, also immer abwechselnd, jetzt auf den ersten Zeigefinger gucken, auf den zweiten und auf Berlin. Und wieder zurück. Zweiter, erster, zweiter, Berlin. Berlin, zweiter, erster. Und das 3 Minuten lang. Doch. Das kann ja auch sein, dass zum Beispiel zu Hause klingelt, während man das macht oder so. Auch diese andere Übung, weißt du, mit dem hier und du machst dann auf. Das kann ja kein Arzt kontrollieren, ob man das richtig macht. Nee, das ist große Selbstdisziplin für notwendig. Aber ist toll. Also, ich mein, dabei stelle ich auch fest, dass meine Hände zittern. Wie bei so einem Alkoholiker, weißt du? So, das war jetzt, glaube ich, 3 Minuten. Ja, genau. Sehr gut. Und jetzt? Und dann gibt es noch eine ganz tolle Übung. Das kann irgendwie Susanna mal auf eine Glasscheibe malen. Und zwar ist das, gehört auch zum ganzheitlichen Augentraining. Und das ist die Zeichenfusion. Wir können da mal die Vorlage auf die Videowall geben. Da gibt es also ein Haus, wo... Du kannst die Hände jetzt wegtun. Aber gibt es da nicht einfach auch diese Brillen, weißt du, wie Blackie früher, wo unten so eine andere Schärfe drin ist als oben? Ja, aber das ist ja dann die optische Augenhilfe. Das sind ja jetzt irgendwie Übungen, um die Augenmuskulatur zu... Das nervt mich doch jetzt schon, dieses Üben. Ich habe keine Zeit hier so zu machen und so weiter. Das ist doch irgendwie... Probier das mal. Also das ist ein Haus. Was ist ein Haus? Da ist ein Haus. Ja, das weiß ich. Ich bin nicht blöd, ich bin nur blind. Ja. Das ist ein Haus. Ja. Das ist ein Haus. Ja. Und jetzt? Aber das Dach passt ja nicht aufs Haus. Wieso? Weil das daneben steht. Ja, aber es passt ja aufs Haus. Es steht ja nur daneben. Ja. Oder ist das Dach zu klein oder zu groß? Es würde passen, zusammen, also aufeinander passen, wenn es zusammen wäre.
Da gibt es eine Fusion. Kannst du das Haus mal auf die Scheibe? Dann kann man das sehr gut bei Harald sehen. Wo ich hin muss. Man hat nämlich den Punkt weggemacht. Oh. Da, ist da rechts? Ja. Okay. Wie groß soll das sein? Reicht das so jetzt gut, als so was? Gut, so ist gut. Ich palmier mal so lang ein bisschen. Oh ja, sehr gerade. Die Tür? Tür, drei Fenster. So. Und das Dach daneben. So. Gut, dass sie nicht ein bisschen weiter unten angefangen ist, ne? Mach's doch selber. Und ein Schornstein, ne? Das Ganze ist aber schief im Dach. Ja, ist doch egal, das reicht für deine Zwecke. Haus, ich habe Kunst abgewählt, das ist okay so. Das ist aber wirklich schiefe Fenster. Mach mal eine Klinke rein an die Tür. So ein Knauf oder eine richtige Klinke? Nee, eine Klinke, die so leicht nach innen gebogen ist. Das ist toll, ja. Danke. So, was muss ich jetzt machen? Jetzt musst du deinen Zeigefinger weit von dir aus, weiter. Ich habe auch einen Spruch für Sprachtraining hier. Also weit von dir wegstrecken. Ja. Und zwar den Zeigefinger genau zwischen diese beiden Häuserteile. Und dann konzentrierst du dich auf deinen Zeigefinger und dann siehst du gleich im Hintergrund, wie die beiden Häuserteile verschmelzen. Tatsächlich, ist ja der Wahnsinn. Ja, das sehe ich wirklich. Ehrlich? Man glaubt es nicht. Aber ich sehe das wo im Hintergrund? Also auf der Glasscheibe sehe ich das. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ja. Aber ich sehe auch das Dach noch ein bisschen neben dem Haus. Aber ich sehe wirklich das Dach auf dem Haus. Das ist auch eine Übung für das Ja, ja. Also das ist alles, damit du nicht noch größere Sehhilfen brauchst und eben die Augenmuskulatur. Und das hilft dann? Ja. Und wenn ich das mache, dann gleicht sich das wieder an? Ja. Ist ja unfassbar. Ist aber wirklich toll. Ja, ich sehe jetzt das Dach, aber ich sehe natürlich das Dach daneben auch noch. Wie das Dach daneben? Ja, ich sehe das Dach auf dem Haus. Ich sehe aber auch daneben das Dach noch, das neben dem Haus gemalt ist. So wie es eigentlich ist. Also du siehst doppelt. Was heißt, du siehst doppelt? Das muss wahrscheinlich so sein. Oder schiele ich? Das ist aber gar nicht schielen, oder? Ja, wie das heißt, ich sehe dann zwar scharf, aber ich schiele? Nein. Nein, das ist... Nein, jetzt sehe ich das Dach auf dem Haus. Das ist fantastisch. Ja. Also diese Übungen werde ich jetzt machen. Ja. Kann man zu Hause auch gleich machen. Erste Übung das, schnell... Nee, langsam weg, auf die Hand weg gucken, schnell hin. Genau. Palmieren zwischendurch, wenn Sie erschöpft sind. Kerze zu Hause, Finger, anderen Finger in die Kerze reinhalten und dann weg. Oder, aber wie kann man das zu Hause machen? Es hat ja nicht jeder eine Glasscheibe oder so. Ja, da kann man sich dann irgendwie dieses Buch nehmen. So und gegen das die Wand. Ja, fantastisch. Ja, oder eine tolle Übung. Es geht auch ohne Medizin, ohne Medikamente, einfach nur durch Palmieren, meine Damen und Herren. Machen Sie diese Übung bitte jetzt und ich sage nur herzlich willkommen, Sonja Kraus! Hast du eigentlich Probleme mit dem Auge? Du bist kurzsichtig. Wie stark? Minus 3. Ja. Linsen? Aber du auch. Ja, minus 5,7. Ja, minus 5,7. Wow. Trägst du Linsen? Ja. Ja. Ja, keine Brille. Aber diese Probleme mit dem schnellen Umschalten von hier auf nah und weit, das hast du nicht. Das geht noch, aber so in ein paar Jahren. Gut, du bist jung, aber du siehst, es kommt schneller, als man glaubt. Genau. Und dann sollte man vorbereitet sein. Was heißt denn Forges? Schmiede. Aber jetzt hat mir gerade auch jemand geflüstert, es könnte auch Limit, Grenze heißen. Es wäre so ein Teekesselchen, aber das weiß ich nicht. Adventure Forges, also entweder Abenteuer Schmiede, was ja stimmt irgendwo. Desert. Also Desert, Wüste. Also Wüstenschmiede. Wüstenschmiede, genau. Wüstenschmiede oder Wüste, was? Grenze. Ja. Wüstengrenze? Promis an Forges. Ist das nicht ein sehr, sehr englischer Titel für eine Sendung, die die Deutschen
wie mich ansprechen ist sollen. Ist ja auch eine multikulturelle Produktion. Die Jordanier, Franzosen, das Produktionsteam war französisch und wir Deutschen eben dabei. Aha. Also da muss man sich irgendwie ja verständigen und das ist meistens dann Englisch. Und was passiert da? Prominente werden in die Wüste geschickt. Genau, wir haben das Ganze in Jordanien gedreht. In der Wüste war die Ram und es ist ein super Szenario. Also Originalschauplätze von Lawrence of Arabia und ganz toll. Ja, ja und dann mussten sie eben in der Wüste Duelle bestehen über irgendwelche Strickleitern, die 60 Meter hochhängen und so klettern. Und dann kamen sie zu mir in den Palast und mussten Palastabenteuer bestehen. Eben wirklich ganz harte, taffe Sachen. Sie haben geschwitzt, also sie haben Phobien ausleben können, beziehungsweise sie sind bis an Grenzen wirklich gestoßen. Phobien wogegen zum Beispiel? Also ganz seltsamerweise, einer unserer Prominenten hatte Angst vorm schwarzen Mann. Ich sag jetzt nicht wer. Können wir mal ein paar Namen ich meine jetzt nicht, wer Angst vor dem schwarzen Mann hat, aber welche sind die Prominenten, auf die wir uns da freuen dürfen? Katja Flint, Esther Schweins, Alexandra Kamp, Sonja Kirchberger, die ist übrigens eine ganz tolle Frau. Also ich bin großer Fan. Traum. Ein Traum. Sie war dreimal bei mir zu Gast und ein Traum. Du weißt, was ich meine. Eine Aura hat sie. Also, absolut. Und an Kerlen, lass mich überlegen, wer war denn da alles da? Markus Knüfken. Wer? Markus Knüfken, entschuldige. Genau. Ja. Oh je. Franklin. Franklin? Jetzt sind sie alle böse, diejenigen, die mir nicht Ja, aber das ist ja doch erstaunlich. Das sind ja alles Leute, die sehr, sehr Mark gut... Mark Keller. Ja. Das wollte ich ganz sagen, das sind Leute, die sehr gut im Geschäft sind, dass die überhaupt die Zeit haben, da runterzufahren. Wie lange waren die Prominenten denn da involviert? Einen Tag für die Show, aber die meisten haben da eben auch noch Urlaub gemacht und haben noch ein paar Tage dran gehängt. Ein Teil ist auch nach Israel rüber und hat sich dann noch ein bisschen kulturelle Städte angeguckt oder nach Petra. Ja. Das ist diese berühmte Stadt, oder? Das ist aber nicht mehr Jordan. Doch, das ist Jordanien. Jordanien. Petra, warst du da auch mal? Ich war mit meiner Mutter auf einer Kulturrundreise, Syrien, Jordanien, und da war ich da. Aber jetzt hatten wir keine Zeit, leider. Ja. Und die Prominenten flogen die alle zusammen mit einer Maschine runter? Oder kamen die individuell angereist? Die kamen immer so etappenweise, also mal so ein Schub. Und wir haben ja 10 Tage produziert und von daher kamen die so peu à peu, trudelten die ein. Ja. Und nichts passiert? Ich meine, das klingt ja sehr gefährlich, 16 Meter hohe Seile. Schon blaue Flecken und Prellungen, Abschürfungen und so weiter. Aber die waren wirklich hart im Nehmen. Also da hat niemand mal kurz nach Maske oder so geschrien. Und natürlich alle hatten so Magen-Darm-Probleme, inklusive ich. Mhm. So, schlimm. Cut, Moment, ich muss mal kurz. Wirklich wahr? Ja. Das geht aber ganz schnell, oder? Man hört ja immer, putzt dir die Zähne nur mit Mineralwaswasser und isst keine Salate, ja, isst kein Eis. Wir waren ja da hart in der Wüste. Ich meine, da haben wir natürlich auch Beduinenfutter gefuttert. Beduinenfutter? Ja. Was ist das? Touristen? Ach so, alles mit, keine Touristen. Das ist wirklich ganz sicher da unten auch gewesen, muss man ja schon sagen. Das ist ja, kann man sagen, glaube ich, eine der sichersten Gebiete überhaupt, auch definitiv. Um Urlaub zu machen. Also, ja, ich wollte ja eigentlich auch nach Israel zum Urlaub machen, aber das habe ich dann mal doch mal kurz überlegt. Anders gut, überlegt, das ist aber, ich meine jetzt Jordanien, hört man eigentlich, oder ist da eigentlich... Da ist schon sehr viel Präsenz, so militärische Präsenz. Ja. Und ich glaube nicht, dass unsere Promis sich da unwohl gefühlt haben. Nee, mit Sicherheit nicht. Gibt es auch eine Zusammenarbeit so mit dem jordanischen Fremdverkehrsamt, dass man sagt, klar, also Werbung schon. Können die Prominenten da Geld gewinnen? Ja. Wie viel? Das ist unbegrenzt, allerdings ist das ja alles für... Für einen wohltätigen Zweck. Genau. Wofür? Das konnte sich dann immer das Siegerpaar aussuchen, welcher Charity. Das wollen wir natürlich nicht verraten. Genau, das Charity? Kommt dann auch so eine Charity-Lady wie Danielle Thoma oder so? Nein, das sagen dann die Promis selbst, wo sie das Geld hin manövrieren wollen. Jetzt klingt das ja für mich als Fernsehzuschauer ein bisschen ähnlich zu Fort Boyard, oder? Wo ja auch Prominente dann übers Wasser gehetzt werden. Genau, Fort Boyard ist mehr Wasser und Luft. Also wenn ich das mal so ein bisschen esoterisch festmachen darf. Und Desert Forges, würde ich eher sagen, ist Feuer, Erde. Ja, einfach schon durch die Lokalität, wo wir... Damit ist aber sozusagen der ganze Planet abgedeckt. Herrlich, wer oder? Mehr Feuer und Erde will, der guckt sich Fortune of the Desert, Desert Forges an. Und Fort Boyard, das heißt aber einfach so, das bedeutet das, nicht was das anderes. Das ist ja eine richtig historische Stätte, also vom Atlantik, vor La Rochelle und von Napoleon erbaut. Und dieses Fort heißt nun mal Fort Boyard. Ja. Aber das heißt, du bist mit 2 großen Abendshows bei ProSieben vertreten? Halleluja, ja. Allerdings mit Kollegen, ne? Ja. Ja, wer sind die? Alexander Matzer und Steven Gätjen. Aha. Wo ist Alexander Matzer? Bei Desert Forges. Und zu dritt sind wir dann eben wieder bei Fort Boyard vertreten. Ach so, da sind ja alle 3. Wie letztes Jahr, genau.
Ja. Das heißt, wenn du so viel rumkommst, hast du nicht letztes Mal dein Haus gerade renoviert oder gebaut? Ja, es ist immer noch nicht fertig. Also ich habe immer noch keine Lampen hängen, aber so peu à peu momentan widme ich mich eher meinem Garten. Bin da am Wühlen. Wirklich? Und ich habe sogar Bananen im Wintergarten. Ja, ich züchte Bananen. Ich wollte dir ein paar mitbringen. Nein, ich meine, wachsen sie. Funktioniert das mit Bananen? Bei mir wachsen Bananen äußerst gut. Ja, die stoßen auf ein angenehmes Klima in meinem Wintergarten. Was hast du für einen Garten? Ist es nur ein Wintergarten oder auch so draußen mit Rasen auch und Sträuchern? Draußen mit Rasen und Sträuchern und Blumen und so. Ja, kennst du dich da aus mit Rasenpflege, so ventilieren? Nee, Rasen nicht so sehr, allerdings so Blümchen, wunderbar. Das schon? Mhm. Ja. Die werden immer öko gedüngt. Jetzt hört man dich. Also eine Frau, die viel unterwegs ist. Eine Frau, die das Haus renoviert, mit der Mutter in Petra im Urlaub gewesen. Bleibt da keine Zeit für einen Mann? Bist du Single? Meine Frau, die so aussieht. Ja, weißt du, was ich neu gehört habe? Neulich sagt mal eins, das ist eine Lesbe. Das kann doch nicht sein. Ja, du kennst das. Harald. Du weißt, was sofort. Also, ich bin Frau, toll, das muss ich ja sagen. Ja. Aber ich würde es dir natürlich gern verraten. Nein, das ist ja auch keine Meinung. Ich würde es dir gerne verraten. Mir ist das vollkommen die sexuelle Präferenz der Gäste. Ich sag nur, eine Frau, die so aussieht wie du, das muss natürlich, wie das Geschäft läuft, verstehen. Ich würde es dir gern verkünden, weißt du, aber Single? Er hat so viel zu tun, er hat so viel Stress am Hals. Und jetzt auch noch Sport geht pleite. Du hast was mit Thomas? Ja, nein. Nein. Nein, nein. Sonja, weiche nicht aus. Was denn? Bist du Single? Immer öfter, ja. Ach so, verstehe. Mhm. Ja, wie denn? Also. Ab und zu mal, ja. So, One-Night-Stands am Rande der Wüste oder was? Nein, sowas will ich da nicht tun. Das sind schon immer Sachen, die länger dauern. Nein, ich will nicht zu privat werden, aber du musst natürlich verstehen, Bist du Single? Nein. Gut. Ja, aber das weiß man aber. Ja. Ich lebe bei meiner Mutter. Bist anständig. Ja. Jetzt hast du auch noch Glimmer. Glitter, das aber steht dir gut. Steht dir diesen gut. Glitter sehe ich zum Beispiel scharf. Aber du wirst oft danach gefragt, ob du Single bist, oder? Ja, sehr oft. Nervt das? Ein bisschen, ja. Denn ich denke, was ich wann, wo, mit wem treibe und wie, das geht doch eigentlich nur mich was an. Und absolut. Deswegen... Aber es gibt natürlich auch viele Frauen, wo man sagt, ja gut, okay, die hat vielleicht keinen Sein. Aber bei einer Frau, die so attraktiv ist und das ja auch provoziert, diese Frage. Also wenn es um das Kleingedruckte geht, dann bin ich sehr kapriziös. Was heißt das Kleingedruckte? Wenn es bei Männern an die Details geht. Wenn es ernst wird. Wirklich? Ja. Dann bist du so sehr wählerisch? Das auch. Was stört dich zum Beispiel völlig an einem Mann? Ich meine, was ist das Letzte? Sag mal, ihr seid schon so weit. Wenn jemand so ein Fitnessguru ist und dann morgens irgendwie Müsli futtert, mittags Vollkornspaghetti und abends Hühnchenbrust mit Reis. Und das irgendwie 30 oder 31. Bist du so ein romantischer Typ, also mit einem Glas Wein? Ab und zu. Die Abwechslung macht's, oder? Wie würdest du das sehen? Naja, man ist ja doch irgendwie, also ich bin zum Beispiel jemand, der ein Romantiker ist. Von Kerzenlicht, Wein, Gespräche. Wow. Ja, nicht die Frau, ich rede. Ja. Das ist mal wirklich gut. Ich meine, du bist ja auch in deiner Sendung Talk, Talk, Talk. Das ist die vierte Sendung, wenn ich das jetzt richtig rechne, nicht? Kabel 1, also Glücksrad, die beiden Shows und Talk, Talk, Talk. Da bist du jemand, der... Ja, wie soll man sagen? Kann man sagen, von Fehlern anderer lebt? Ach nö, so würde ich es nicht sehen. Also ich denke, ich bediene da natürlich eine gewisse Art von Voyeurismus. Mhm. Aber ich glaube, wenn man über sich selbst lachen kann, kann man auch über andere lachen. Und es wird keiner genötigt, in eine Talkshow zu gehen. Und wir haben einfach zum Teil die tragischsten, die romantischsten Ausschnitte, die spektakulärsten Ausschnitte aus Talkshows. Was war so das, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Du sagst, das waren... Gestern. Da gibt's viel. Also ich meine, wir haben ja auch so einen kleinen Giftschrank mit Material, das nicht gesendet werden darf. Warum nicht? Ah, weil es zu hart ist. Ja? Wer entscheidet das? Unsere Redaktion, also wir gemeinsam sagen dann, das ist Pfui. Und da sind schon so ein paar... Ja, was ist da zum Beispiel drin? Hier kannst du ja sagen, es ist spät abends. Genau. Ach, es ist nett, einfach so ein paar... wir wollen doch keine Minderheiten diskriminieren, aber das kann ich doch jetzt nicht sagen. Sag doch mal, oder habt ihr da gar nichts drin und du denkst dir das alles jetzt aus? Nein, da ist eine Handvoll gefüllt. Lüg mich nicht an! Nein, ich würde nie lügen, oh Mann.
Nein, also wir haben da so ein paar Transsexuelle, die alle irgendeine Macke haben. Der eine zuckt, der andere stottert und der dritte weiß ich gar nicht mehr, was er macht. Und die zeigt ihr das nicht, weil es Transsexuelle sind oder weil sie stottern? Nein. Also, weder, es kommt noch heftiger. Also es ist einfach so eine skurrile Szene und da geht es schon um Details und die erzählen also ihre Lebensgeschichte, ihre Liebesgeschichte, ihre Sexualgeschichte, ihre Umbauten. Und das Schöne, die Gemeinsamkeit der drei ist nämlich, das sind alles dicke Freundinnen oder Freunde, waren es auch schon vorher. Und sie haben sich allerdings beim Gynäkologen wiedergefunden. Und diese Geschichte ist also so schön verpackt, aber allerdings nicht nachmittagstauglich oder vorabendtauglich. Ja, also überhaupt, das sind ja doch Menschen in Grenzbereichen. Genau, du kennst das. Selbstverständlich. Ja. Weißt du genaueres? Warum sagst du jetzt, du kennst das? Du kennst das. Ja. Deine Mutter kennt doch meine Mutter und du weißt doch, wie Mütter sind. Nein, die kennen sich nicht, du redest dich schon wieder raus. Wieso glaubst du, dass ich Transsexuelle kenne? Das habe ich doch nie gesagt. Wir sind uns vorher nie begegnet. Nein, zeig dich mit nackten Fingern auf Menschen. Und wenn Transsexuelle, die stottern, nicht mehr ins Fernsehen dürfen, wer moderiert dann TAF? Sonja!